Für den FCB geht es Schlag auf Schlag weiter. In der vergangenen Woche spielt Roblau in der Conference League zuerst 2:2 gegen Nizza, bevor es gestern in einem speziellen Spiel ein 1:1 gegen IB gibt. In diesem Spiel wäre sogar noch mehr drin gelegen. Am Schluss kann der FCB aber durchaus zufrieden sein mit dieser Woche. Und über die beiden vergangenen Spiele sowie das wichtige Spiel am Donnerstag in der Conference League in Nizza reden wir heute im FCB Total. Und dazu begrüße ich meine beiden Gäste. Sind das der Gaetano Ciolanza, schön bist du da. Und zu meiner Linken der Ernie Meisen, auch schön bist du wieder mit dabei. Ich habe es angesprochen, der FCB spielt gestern unentschieden gegen IB und kann so die 5-Punkte-Abstand immer noch beibehalten auf dem zweiten Platz. Aber trotzdem traut man ein bisschen zwei verlorene Punkte nach, weil es war durchaus mehr drin gelegen. Ein Punkt gegen den Leader aus Bern ist eigentlich ein gutes Resultat, wenn man an die jüngsten Direktduelle gegen IB denkt. Gestern wäre aber der erste Sieg seit fast 3 Jahren möglich gewesen. Die Berner verwünschen nämlich keinen guten Tag, was sicher auch an der Basler Leistung liegt. Der FCB dominiert die zweite Hälfte und ist nach dem Ausgleich näher am 2:1. Auch der schönere Fußball spielt in meinen Augen noch. Wir haben uns die 3 Punkte verdient, aber eben am Schluss haben wir nur 1 Punkt geholt. Aber gleich jetzt haben wir das Selbstvertrauen können danken. Ich glaube, jeder ist bereit für den Donnerstag. Eine Mannschaft wie IB nimmt man nicht komplett aus dem Spiel. Aber ich glaube, dass wir der verdiente Sieger gewesen wären, wenn wir noch ein zweites Tor erzielt hätten. So nehmen wir das mit und ich muss mich von meiner Mannschaft immer wieder verbeugen. Ja, ich weiß nicht, wo sie die Kraft, die Mentalität, das alles hier abzureißen, hernehmen. Ja, sie nehmen es, wie es kommt und machen das sehr, sehr gut. Deswegen bin ich sehr, sehr stolz und hätte mich auch gefreut, wenn wir uns auch per Punkte mal bedient hätten, nicht nur per Leistung. In der Startphase sieht es aber noch ganz anders aus. Die Berner starten sehr gut ins Spiel und der FCB lässt gerade mehrere Chancen zu. Der frühe Rückstand in der 8. Minute ist die logische Folge. Wir sind denkbar schlecht in das Spiel gestartet, ne? Aber ein wunderschöner Angriff, der zum 1:0 war, muss man einfach sagen. Das sind so Aktionen, die sind auch schwierig zu verteidigen, weil das einfach perfekt gespielt war. Da hat alles gepasst, wie am Donnerstag auch der Fallrückzieher, muss man halt so mitnehmen. Danach haben wir besser ein Spiel gefunden und ich glaube, dass wir dann das Spiel über weite Strecken auch sehr, sehr gut im Griff hatten. Ja. Die ersten 15 bis 20 Minuten haben nicht so gepasst, natürlich, weil wir viel Wechsel gehabt haben. Nämlich auf ganzen 6 Positionen hat der Heiko Vogel die Startaufstellung im Vergleich zum Donnerstagsspiel gegen Nizza angepasst. Bei diesem strengen Programm geht das fast nicht anders. Ja, es geht schon. Das hat man ja bei mir gesehen, oder? Nein. Ich glaube, die Spieler, die heute auch von Anfang an gespielt haben, die schon ein bisschen länger jetzt noch gespielt haben, die haben wirklich auch eine Top-Leistung gezeigt. Das zeigt, dass man auf jeden kann zählen und dass jeder wirklich parat ist, wenn es ihn braucht. Zum allerersten Mal in der Startaufstellung gestanden ist der Emmanuel Essiam. Nach schwerer Leidenszeit wegen Verletzungen hat das 19-jährige Talent aus Ghana endlich können zeigen, was er drauf hat. Für ihn als junger Spieler sehr, sehr schwierig, da immer die Ruhe zu bewahren, die Geduld zu haben. Ja. Und für mich war das schön, dass ich ihn heute auch belohnen konnte. Und ich sehe seine Leistung sehr, sehr gut. Am Anfang hat er ein bisschen gebraucht, aber was völlig normal ist und was er dann aber gezeigt hat, über 90 Minuten auch, war à la Bonheur. Ja. Großes Kompliment, weil für mich nicht selbstverständlich. Auch nicht selbstverständlich ist, dass der FCB immer noch im europäischen Geschäft dabei ist und im Rückspiel gegen den Favorit aus Südfrankreich noch alle Chancen auf einen Einzug ins Halbfinale hat. Am Donnerstag in Nizza wird die Tagesform entscheidend sein. Ja, der FCB hat jetzt die letzten 3 Matches 3-mal unentschieden gespielt. Gegen Zürich sicher eine relativ schwache Leistung, aber gegen Nizza und IB die Leistung zufriedenstellend. Ja, gegen Nizza auf alle Fälle. Ich meine, es ist auch ein anderes Kaliber, als wir hier in der Super League haben. Von dem her ist das mehr oder weniger perfekt gewesen. Ich meine, das muss man zuerst einen Unentschieden rausholen gegen die. Aber gegen IB, klar, der Heiko sagt, sie hätte es verdient, wenn sie noch ein Goal mehr geschossen hätte, hätte sie den Sieg verdient, schon. Aber wenn man schaut, wie sie angefangen haben, muss man halt auch wieder sagen, wenn die 3 Chancen am Anfang alle 3 rein wären, dann wäre das Spiel nach 10 Minuten schon gelaufen gewesen. Muss man eben auch sehen, das ist einfach Fakt, dass sie sich nachher gesteigert haben, das hat man ja gesehen. Und in der zweiten Hälfte ist auch IB nicht mehr so zum Zug gekommen, weil auf der einen Seite der
FCB viel besser gespielt hat und sie vielleicht das ein bisschen zu leicht genommen haben, weil es am Anfang so locker gelaufen ist. Und IBE hat ein bisschen abgebaut, extrem, würde ich mal sagen, und der FCB hat gut gespielt. Klar wäre es verdient gewesen, aber sie hätten noch ein Goal mehr schiessen. Du hast gerade gesagt, am Anfang klar IBE besser gesehen und dann hat es irgendwann mal gekehrt. Der FCB hat das Spiel eigentlich recht im Griff gehabt. Also schlussendlich kann man schon sagen, der FCB war schon lange nicht mehr so nah dran an einem Sieg gegen IBE. Ja, definitiv. Ich glaube auch, eben, was der Ernie sagt, er hat sicher recht. Auf der anderen Seite muss man sehen, sie haben natürlich Donnerstag gegen Nizza gespielt. Es hat 6 Wechsel gegeben. Der Hitze dann müssen wegen Magen-Darm-Grippe müssen ausfallen. Also von dem her sehe ich auch die andere Seite etwas Positives. Sie haben sicher Mühe gehabt, ins Spiel hineinzukommen. Das haben alle gesehen. Aber nachher muss ich sagen, haben die Chance bekommen haben für das Spiel, haben das gut gemacht. Und am Schluss eben, hat einen Sieg drinnen liegen. Aber ich glaube, es ist wichtig. Es war eine wichtige Woche. Keine einfache Woche. Und eben, mit diesen Wechseln ist halt zu rechnen. Oder? Und die haben das gut gemacht. Und jetzt ist natürlich alles offen. Und dann ist natürlich dann auch die Meisterschaft natürlich schon gleich sehr wichtig. Wie gesagt, aber jetzt kommt das nächste Spiel gegen Nizza in Nizza. Muss ich sagen, ist alles offen. Also, sie haben dagegen gehabt. Also, so einfach wird es jetzt nicht. Aber Nizza ist jetzt sicher wahrscheinlich besser darauf eingestellt als jetzt hier in Basel. Und die haben ja gestern auch ein bisschen geschont, habe ich gesehen. Bevor wir auf Nizza gehen, schauen wir noch kurz ein paar Chancen und Gola von gestern gegen IBE. IBE, wie gesagt, am Anfang besser gesehen und dann auch früh in Führung. Schöne Flanke, Fabian Rieder, dann geht es schnell. Ja gut, das war so ein perfekter Spielzug. Klar sind die Leute ein bisschen zu wenig genau Texte, aber wenn der trifft, die Flanken nicht jedes Mal so perfekt. Da hat alles gestimmt, da kannst du fast nichts mehr verhindern. Wo der Wechsel kam, ist da vom Rieder dort hin, hast du nichts mehr verhindern können, das hat so gepasst. Man hätte vielleicht vorher müssen näher stehen, aber das ist jetzt wirklich, das ist jetzt ein Weltklasse-Goal gewesen. Und man hat ja gerade kürzlich gegen IBE gespielt im Göpp, da ist man noch ein bisschen früher in Rückstand. Und genau das hat man sicher gestern gesagt, hey, das wollen wir nicht. Und es ist jetzt aber praktisch noch mal genau das Gleiche passiert. Ja, ist klar. Du bist natürlich nicht gerade in Rückstand gegen IBE, der auf dem ersten Platz ist, mit so viel Punkt Vorsprung. Oder? Aber ich glaube, sie sind gut zurückgekommen. Und wie gesagt, ich glaube, es hat jetzt gleich viel Wechsel gegeben. Das darf man nicht unterschätzen. Und IBE ist einfach im Moment die stärkste Mannschaft. Oder? Die ziehen das durch und dann haben sie auch das Glück natürlich auf ihrer Seite. Oder? Aber auf der anderen Seite, eben, ich glaube, sie sind gut zurückgekommen, das Goal gemacht und dann hatten sie noch die eine oder andere Chance gehabt. Am Donnerstag auch, am Schluss 2 in Führung. Dort haben sie eher gut angefangen gegen Nizza. Oder? In Führung. Sie haben wirklich etwas rausholen gegen Nizza, obwohl sie nicht Favorit sind. Und dann am Schluss sind sie auch in Rückstand gewesen und dann haben sie da auch noch einen Punkt, also einen Unentschieden geholt und haben natürlich jetzt aufs Rückspiel natürlich Chancen offen gelassen, dass alles machbar ist. Es ist ein Spiel und dann bist du im Halbfinale von der Conference League. Also das muss man schon sehen für den FC Basel und für den Schweizer Fußball wieder sensationell, muss man sagen. Oder? Und also so hoch Favorit ist jetzt Nizza gegen Basel nicht gewesen. Gestern eben ist es noch weitergegangen. Der FCB ist besser geworden und in der zweiten Halbzeit hat man sich dann auch belohnt. Einmal mehr Zeki Amdouni, der den Ausgleich macht. Hier Flanke, Sergio Lopez. Ja, schöne Flanke. Er bringt allgemein sehr gute Flanke, der Lopez. Und der Amdouni, wo wäre der FCB momentan, wenn man den nicht hat, der macht praktisch alle Gold. Der ist an jeder gefährlichen Aktion dabei. Also, wenn man den nicht mehr hat, dann sieht es natürlich wieder ein bisschen schitterer aus, aber noch ist er da zum Glück und der FCB lebt jetzt ein bisschen von ihm. Und man hat ja dann auch wirklich das Gefühl gehabt, so jetzt ist endlich mal etwas Ding gegen das IBE. Ja, sicher. Wie gesagt, sie haben gleich mit dem Amdouni, Zekiri, mit dem Miller hat gespielt, der Endo ist noch reingekommen. Also hast du gleich offensiv Potenzial. Aber ist klar, wenn du jetzt einen Spieler hast wie der Amdouni, der jetzt im Moment wirklich ein super Lauf ist und du bist natürlich froh als Mitspieler, oder? Sagst du, ja, wenn der reinkommt, oder? Wir glauben daran. Das ist ja auch schön, wenn du so einen Spieler hast, oder? Der reinkommt und wir spielen nach vorne und ich weiss, irgendwo steht er wieder richtig. Ich meine, ist ja nicht ein Riese, oder? Und ja, macht den Kopfballgoal auch gegen Nizza.
Oder? Und von dem her ist es schön, so einen Spieler zu haben. Die Trainer suchen ja so Spieler und auf das wartet man ja auch, oder? Dass du so einen Stürmer hast, der dann 15 bis 20 Goal machen, oder? Ibe hat Enzame und Itten, hat eigentlich zwei so Spieler, die immer seine Goal machen, oder? Und bei Basel hast du jetzt eher der Amdouni im Moment, oder? Aber du siehst, obwohl sie eigentlich auf 6 Positionen gewechselt haben, dass die Mannschaft da ist, außer Messian, ist kein Spieler auf dem Feld gewesen, der nicht regelmäßig spielt. Also das kann man nicht nur sagen, weil man so viele andere Spieler auf dem Feld hat. Ist man vielleicht am Anfang nicht parat oder ist es am Anfang nicht so gelaufen. Da ist keiner auf dem Feld gewesen, der nicht regelmäßig spielt. Einmal spielen die, einmal die. Das ist ja schön an diesem Kader, dass es so gross ist, dass es so ausgeglichen ist. Und bis auf einen haben alle regelmäßig immer gespielt. Das darf man nicht so ein bisschen als Ausrede bringen. Jetzt am Anfang war mal noch nicht so gut oder so. IB war am Anfang sackstark. Und man hat dann zuschauen, wie sie immer verspielter worden sind. Weil sie immer noch mal ein Bässchen wollen machen, noch mal ein Doppelbässchen. Irgendwann ist das plötzlich auch, hat es auch nicht mehr so funktioniert. Und du weißt, was ist, wenn du so überlegen bist, manchmal, dann plötzlich ist das Gefühl, ja, Ballverlust, jetzt schauen wir mal. Das geht dann schnell, dass ein Spiel dann halt auch kippt. Und dann hat Basel halt plötzlich mehr Gas geben und dann ist das schwierig für dich, dich wieder umzustellen und wieder dagegen zu heben. Und es hat eine Aktion gegeben, mal einen Angriff vom FCB, wo Elia als Stürmer hinter allen im Sturm gesehen, an allen vorbeigesegelt ist, um dort die eine Situation zu klären, wo fast ein Goal gegeben hat. Da hat man gesehen, die sind nicht mehr so gewillt, das letzte defensiv zu geben, dass nichts passiert. Und so ist das Spiel auch ein bisschen gekippt, oder? Und plötzlich funktioniert nichts mehr. Oder? Und darum, ich glaube, es war weniger am Kader, gewesen, dass man eben viele andere Spieler auf dem Feld hat, außer der Goalie jetzt und der Essien, die ja bis jetzt praktisch nicht gespielt haben. Aber alle anderen, die sind bei jedem Match Minimum eine Halbzeit oder 20 Minuten oder so auf dem Platz. Oder? Ja, also mehr oder weniger. IB ist gut rausgekommen, aber nachher war es ein bisschen besser. Mhm. Eigentlich jetzt eher ein bisschen wie IB verunsichert, die 6 Neuen. Ja, sicher. Also es ist ja natürlich anders, die Spieler, die eher öfter spielen, Automatismen und alles das. Und das andere ist natürlich eben das Mentale von den Spielern, die reinkommen. Die spielen ja, damit sie sich zeigen können, im Trainer präsentieren und die müssen gut spielen. Und du weißt, das ist mental. Auch heute, und du spielst gegen IB, wo du weißt, IB im Moment ist einfach der Gegner, wo jede Mannschaft will schlagen. Und dann weißt du, heute muss ich gut spielen, damit ich in den nächsten Spielen wieder Chancen habe. Und das ist auch das Mentale, das nicht einfach ist. Ist klar, der Anfang war nicht gut gewesen. Auch nicht das Ausrede, dass man halt natürlich Conference League gespielt hat am Donnerstag. Sind ja wieder andere auf dem Platz gestanden, die müssen parat sein. Das ist absolut klar. Aber am Schluss muss man gleich sagen, man spielt gegen den Ersten, der über 20 Punkte Vorsprung hat. Und dann muss man gleich sagen, okay, sie haben vielleicht die ersten 15, 20 Minuten nicht gut gespielt, aber sie sind zurückgekommen. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt einfach jetzt überlaufen. Das braucht jetzt auch Zeit. Es ist jetzt ein bisschen Ruhe reingekommen, seit dem ganzen Wechsel auch vom Trainer her. Und ich muss sagen, eben, sind immer noch auf dem Weg, um auf den zweiten Platz zu wählen, wo das Ziel ist eigentlich. Möglichkeit, je nachdem, Halbfinale Conference League. Also so schlecht muss man jetzt das alles nicht sehen. Aber ist klar, der eine will, dass wir gegen die noch bis am Schluss das Match gewinnen und vielleicht noch einer etwas noch mehr macht, die Mannschaft mitführt. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss auch Step by Step und nicht einfach verlangen, jetzt von einem Tag auf den anderen wird jetzt alles wieder super, wie das vor ein paar Jahren war. Und eben, man hatte die Chance gehabt, um den Match zu gewinnen. Sogar ganz am Schluss der angesprochene Emanuel Essien. Man hatte nämlich noch eine Kopfballchance gehabt, kurz vor Schluss nach einem Eckball. Ja, die Eckball sind allgemein gefährlich und er kommt enorm hoch. Also von dem eigentlich alles perfekt gemacht. Wenn er den Ball noch etwas herabdrückt, dann ist er auch drin. Aber eben, manchmal gehen sie halt rein und manchmal nicht. Das ist einfach im Fußball so. Und am Schluss die letzte Szene vom Spiel, wo Ibe noch ein Kopfgoal macht, dort hat man auch im Moment nichts. Ich weiss jetzt noch nicht, was dort genau war, dass der Schiedsrichter abpfiffen hat. Ich habe es nicht mitbekommen. Faul, das ist ein Foul, aber nicht von dem, der das Goal gemacht hat, sondern sonstige zwei. Aber eben, das entscheidet dann halt am Spiel. Entweder geht er rein und gewünscht und dann ist alles tipptopp. Und wenn wir jetzt die letzten 5 Spiele vom FCB schaut, in der Meisterschaft hat es 6 Punkte gegeben.
Also die Ausbeute ist nicht so gross und sie sind immer noch dabei auf den zwei Plätzen, aber das ist eben auch nur, weil in dieser Liga vorne alle auch Punkte regelmässig abgeben. Sonst wärst du im Prinzip schon lange chancenlos auf den zweiten Platz. Muss man eben auch sehen, was passiert. Wenn man jetzt in Nizza unten verliert, dann ist man dort auch mal draussen. Man ist nicht im Cup-Final, man ist in der Conference League nicht mehr dabei. Dann bleibt am Schluss wieder nur die Meisterschaft. Und wo ist man jetzt dort? Immer noch auf dem sechsten Platz. Hat doch noch so viele Mannschaften vor sich, dass wenn du dort nicht endlich mal ein Match gewinnst, und zwar zwei, drei nacheinander, dann kommst du halt auch nicht dran, weil da jetzt auch andere, die wieder gewinnen und dann gewinnt wieder der Nächste oder der andere. Das ist das Problem, das der FCB halt auch ein bisschen hat, dass man in der Meisterschaft gegen Mannschaften nicht gewinnt, die du einfach musst gewinnen. Das kannst du nicht schön reden, das ist einfach so. Und man ist immer dann wieder zufrieden, halt. Oh, jetzt ist es halt nur ein Unentschied, aber sie haben ja gekämpft oder das gemacht. Das ist ja das Minimum, das du verlangen darfst. Und man ist dann halt immer ein bisschen zufrieden. Also für dich sozusagen ein bisschen, man legt den Fokus, also die Spieler, so ein bisschen mehr auf das Europäische? Im Moment auf alle Fälle. Man redet zu viel auch von dieser Conference League und vergisst ein bisschen die Meisterschaft. Und dabei dort, wie gesagt, wenn sie am nächsten Donnerstag verlieren, ausscheiden, dann bleibt wirklich nur noch die Meisterschaft. Und dann plötzlich weisst du, jetzt müssen wir dort unbedingt. Das gibt dir gerade wieder mehr Druck und dann musst du dem dann auch bestehen, dem Druck. Oder? Und darum, es ist ein bisschen gefährliche Situation momentan. Selbst man hat immer ein bisschen Glück gehabt und man sieht es europäisch, die sind immer bereit in dieser Saison, wenn es europäisch um etwas gegangen ist. Und dann, wie du gesagt hast, es wird ein bisschen unentschieden, eine schlechte Leistung, wie beispielsweise gegen Zürich. Aber man hat halt einfach Glück, dass die vorne auch nicht punkten. Ja, das ist klar. Sie waren natürlich vor zwei Wochen in allen drei Wettbewerben, wo jeder andere Verein nicht eigentlich in allen drei Wettbewerben war. Und dann ist klar, dann sagst du, ja, irgendwo müssen wir vielleicht den Pokal holen im Cup oder Conference League, ist klar, müssen die auch realistisch sein. Oder? Wenn sie, dass sie schon so weit gekommen sind, ist schon für einen Schweizer Verein jetzt und für den FC Basel ist natürlich grossartig, das muss man auch sehen. Oder? Und jetzt ist klar, jetzt kommt der Halbfinale, aber wir müssen realistisch bleiben, es ist alles offen. Nizza ist zwar Favorit, aber wir haben gesehen, es ist alles möglich. Auch Trabzonspor war auch eine gute Mannschaft, haben sie es auch geschafft. Oder? Aber ist klar, am Schluss ist das Ziel, dass man hier auf dem zweiten Platz sein kann, damit man die Champions League-Quali machen kann. Und da fehlen einfach jetzt im Moment 5 Punkte. Und wenn du natürlich das Spiel nicht gewünscht, bin ich mit dem EN einverstanden. Haben wir es schon gesehen. Es ist ja schon seit Anfang der Saison so. Sie sind immer irgendwo zwischen dem 4. und dem 6. Platz. Sie sind nie auf dem 2. Platz gewesen. Und jetzt kommt ein bisschen, habe ich das Gefühl, ein bisschen die Ruhe rein, wo man sieht. Sie haben jetzt jemanden gefunden, der die Goal macht. Sie haben ein bisschen Stabilität zwischen vorne und hinten. Und aber jetzt ist klar, jetzt werden sie gegen jeden Gegner, jetzt haben sie Eibä gespielt, aber gegen jeden anderen Gegner werden sie nochmal gegeneinander spielen. Und da haben sie jetzt die Chance, die du musst einfach sagen, ist klar, wenn du gewünschst, dann hast du die Möglichkeit, Zweiter zu werden. Wenn du halt die Unentschieden holst, dann wird es eher schwierig, weil Servet und Lugano sind eher so konstant. Oder? Luzern ist auch wieder ab und zu gewinnen sie, wieder verlieren sie. Und St. Gallen hat jetzt im Moment ein kleines Loch. Oder? Aber es kann dann schnell gehen. Zwei, drei Spiele, ein bisschen Glück. Vielleicht mal schauen, wie das Ganze sich jetzt entwickelt. Aber diese Woche wird auch wieder wichtig sein, weil sie am Sonntag haben sie wieder ein wichtiges Spiel. Was ist denn wichtiger, oder? Halbfinale Conference League alles zu geben oder dann in der Meisterschaft wollen zu gewinnen vorne. Sind beide Spiele sind sehr wichtig für den FC Basel. Und man hat gesehen, Heiko Vogel hat Spieler geschont, viele Spieler geschont. Ich habe es auch angesprochen, Nizza auch. Die haben auch verloren gegen Brest gestern. Eben, schauen wir noch auf das Nizza. 2-2 unentschieden daheim. Wie siehst du den Auftritt vom FCB? Ja, ich denke, gut, Nizza war spielbestimmend am Anfang auf alle Fälle und so. Logisch, haben dann 2-1 geführt. Haben halt dort auch wieder vielleicht das ein bisschen dann zu leicht genommen Moment. Das Gefühl gehabt, die schaukeln das Spiel haben und dann ist es dann eben doch nicht so gewesen. Im Rückspiel, Nizza weiss jetzt, was auf sie zukommt. Die wissen jetzt genau, wie das aussieht. Die unterschätzen Basel nicht mehr. Die wissen, was die können. Und die spielen daheim. Das sind natürlich schon Fakten, wo halt im Fußball auch zählen. Und da wird keiner mehr den FCB unterschätzen. Und es ist einfach so, dass wenn sie halt dann dort ausscheiden, und das wird ein schwieriges Spiel als im Jockeli, das ist 100% so, dann steht man vor vollendeten Tatsachen, dass man in der Meisterschaft auf dem 6. Rang ist. Und dass man dann den Fokus halt nur noch auf dem hat. Oder? Und ja, darum. Conference League, da können sie
jederzeit ausscheiden, oder? Und dann hast du aber dann gar nichts mehr, dann bist du weg. Ja. Meisterschaft, das läuft noch ein paar Spiele, da kannst du darauf zuschaffen und hast immer wieder eine Chance, um etwas zu verbessern. Das ist der Unterschied bei der Meisterschaft. Aber wenn man dort zu wenig darauf achtet, dann kriegt man irgendein Problem. Gut, schauen wir noch mal schnell auf den letzten Donnerstag zurück. Da haben wir auch noch ein paar Goal, vor allem ein schönes Goal leider nicht auf FCB-Seite. Angefangen jetzt in der 23. Minute. Einfach mal einen langen Ball auf den Endoi. Und der wird dort zu Fall gebracht, Penalty. Ja, eben, schnell nach vorne gespielt. Der Endoi ist sowieso ein schneller Spieler. Sollte man sowieso mehr so Spielzeug drin haben. Und da geht halt der Verteidiger ein bisschen zu ungestüm rein. Ja. Alles richtig gemacht. Und dann nimmt er Zeki Amdouni den Ball und geht auch noch abzockt, wie eigentlich bis jetzt immer. Ja, absolut. Ich meine, gegen einen Goalie wie einen Schmeichel, oder? Macht er das wirklich abzockt gut und schießt das 1-0. Und ist sicher auch wichtig gewesen, oder? Jetzt so früh in Führung zu gehen gegen Nizza. Aber wie gesagt, ich meine, das ist eine starke Mannschaft. Die wissen schon, dass sie ruhig bleiben und so. Aber ich glaube auch, eben, der Dan Endoi hat, muss ich sagen, ein sehr gutes Spiel gemacht, das eher ein bisschen unkonstant war. Und von dem her ist das sicher auch für ihn ein wichtiges Spiel, auch gegen Nizza, wo er dort eigentlich gespielt hat. Der Belmar, der auch bei Nizza war. Also die sind schon ein bisschen motiviert. Das ist schon noch mal ein bisschen anders, wenn gegen die ehemaligen Spieler. Die wissen, was kommt. Und das andere, ich würde jetzt sagen, es hat jetzt auf das nächste Spiel konzentrieren, oder? Wo der Ernie gesagt hat, ja, die Meisterschaft ist schon klar, aber die Spieler, ich glaube, die gehen jetzt ins Spiel und die denken nicht an die Meisterschaft, die gehen ins Spiel und nichts und sagen, was passiert, wow, auf einmal Conference League und sie haben nichts zu verlieren. Also Favorit ist Nizza, die gehen auf Nizza und es ist alles möglich. Also eigentlich solltest du in das Spiel gehen, los, wir gehen alles probieren. Das ist ein Exploit. Also wenn sie es wirklich schaffen, ist es ein Exploit. Halbfinale für einen FC Basel, einen Schweizer Verein in der Conference League, wo es gute Mannschaften hat, ist es ein Exploit. Und wenn es geht, ist es gut. Und wenn nicht, haben wir alles dafür gegeben. Das ist wichtig für mich, dass man alles dafür gegeben hat. Ist klar, jetzt welche Spieler bringst, taktisch und alles das. Beim Trainer ist dann schon wieder im Hinterkopf, die Meisterschaft ist dann gleich da bei ihm. Aber bei den Spielern sollte es nur sein, der, der auf dem Platz ist, der soll alles geben für das Spiel. Es geht ja nicht darum, dass man für das nächste Spiel nicht parat ist. Logisch, die wollen jedes Spiel gewinnen. Auch die Conference League will man spielen. Aber man darf nicht immer sich zu fest darauf verlassen, dass, wenn wir dann dort wieder weiterkommen und vielleicht eben die Meisterschaft halt wieder 3 Punkte abgibt oder 2, quasi nicht so schlimm ist, dass man halt nur einen Unentschieden oder verloren hat. Wir sind ja noch in der Conference League dabei. Es geht ja nur um das, dass man den Fokus halt bei der Meisterschaft eben auch nicht verliert und dass man halt dort auch anders zur Sache geht oder vielleicht besser eingestellt in so einem Match geht. Logisch, Conference League, das ist wieder ein Finalspiel. Wenn du nicht parat bist, wo willst du denn da noch parat sein? Oder? Und auf das schaffst du auch an. Aber du darfst im Hinterkopf eben das andere auch nicht vergessen. Und mit uns in der Meisterschaft ist es nie so schlimm, wenn man halt nur einen Unentschieden gespielt hat. Oder vielleicht sogar, ja, man nervt sich vielleicht auch mal, wenn man verliert oder so. Gerade gegen IBE, das ist ja normal. Aber die Meisterschaft ist schlussendlich halt gleich das Wichtigste. Die Champions League-Qualifikation ist halt am Schluss gleich wichtiger, als nochmal eine Runde weiterkommen. Es ist dort wieder ein guter Gegner, der dann halt dann rausgehst, oder? Und darum, das ist ein bisschen. Da ist man zu wenig konzentriert halt auf die Meisterschaft. Das ist ein spannendes Thema. Machen wir den Match noch kurz fertig, dann können wir dann einmal darüber reden. Der FCB war besser im Spiel, ist verdient in Führung, aber dann ist Nizza mit einem Doppelschlag, 38. Minute. Ja, ein bisschen Basler Abwehr, ja, gar nicht. Das stehen halt Verteidiger ein bisschen schlecht, selbst 2-1 und er kriegt den Kopf in die Mitte, sollte nicht passieren. Man sieht, da gehen 2 drauf und ja, dass der Prellball gerade zu dem kommt, ist halt auch ein bisschen Zufall, Glück. Aber eben, das passiert halt im Fußball. Und da ist es halt zu Ungunsten vom FCB passiert. Ich glaube, es ist schon, dass der Heiko da sagt, eben beim Kopfball, dass man da vielleicht den Kopfball nicht verlieren darf. Das ist klar, nachher ist ein bisschen Pech mit dem Prellball und so und vor dem Fies. Und dann wird auch noch abgefälscht nachher. Aber ist klar, ich glaube, bei dieser Aktion weisst du ja, es ist ein stehender Ball. Und der Ball ist eigentlich noch lange in der Luft. Und das sollte eher nicht passieren dort. Aber sonst, wie gesagt, ist es schade, dass sie so ein Goal bekommen, oder?
wenn man dann das andere anschaut. Es sind halt auch die Mannschaften, die wenig Chancen brauchen, ja, das ist so. Aufwind geben und dann kurz danach eben das Goal. Also, das kann man sich noch 100 Mal anschauen. Das ist eigentlich so ein Goal, wieso dass wir alle den Sport lieben, Ernie. Genau. Also, Flanke hervorragend und gut in der Mitte. Der Lopez steht dort nebendran, ein bisschen nicht so nah und so. Aber was willst du noch verhindern, wenn da geht es um wenig und um wenig, wo man nicht nah genug dran ist, dort läuft der drüllt sich halt ab. Wenn er vielleicht reinkommt, dann gibt vielleicht der Schiri einen Foul, weil das Bein vielleicht dann zu hoch ist. Aber ich meine, das Goal war ja genial und schön. Und ich glaube, da haben alle noch den Blausch an diesem Goal. Das habe ich immer geträumt, oder? So eine Goalschieße. Du übst das im Training, oder? Ja. Aber dass du es dann im Spiel dann auch so kannst ausführen kannst, wie es jetzt der Maffi da gemacht hat, muss ich sagen, Chapeau. Wird vielleicht ein, wenn nicht das schönste Goal in der Conference League. Genau. Oder? Aber wie gesagt, ist natürlich schwierig, um jetzt verteidigen das Goal. Das macht er wirklich sensationell. Und ist eben für uns Zuschauer ist es natürlich super schön, so einen Goal anzuschauen, dass du dann auch im Stadion bist und so kannst mitspüren. Hast alle Leute um dich gehört, oh, hast du das gesehen? Wow, ja. Was für ein schönes Goal, oder? Aber ich glaube eben, das ist vielleicht, wenn überhaupt, in deiner Karriere gibt es nicht viele Stürmer, die so ein Goal schießen in einem Conference League oder sonst Meisterschaftsspiel, oder? Also du hast nicht annähernd so eins geschossen? Nein, ja, so nicht. Okay. Aber ja, ein paar andere, die nicht so schlecht waren, wo ich happy war, wo ich gesagt habe, du träumst ja. Oder du tust dir vorstellen, mal so einen Goal zu schießen. Die haben wir uns im Training aufgehalten. Im Training hat es geklappt. aber ohne Gegner und der Ball ist im Spiel nie gekommen. Genau. Nein, du bist natürlich sensationell gewesen, so ein Goal zu sehen. Aber es geht halt auch nur ein Goal. Also es geht ja nicht zwei Goal durch so etwas. Das ist das Glück von der FCB, weil dann der Zeki Anduni einmal mehr da war für der FCB in der zweiten Halbzeit und konnte ausgleichen. Flanke Michael. Ja, Goalgarant mit dem Kopf wieder. Er ist unheimlich kopfballstark, muss ich sagen. Er ist ja auch unten mit den Füßen enorm stark. Aber dass er gerade so kopfballstark ist, habe ich eigentlich nicht so gedacht. Aber der macht wahnsinnig viel Kopfgoal. Das steht richtig, oder der Ball kommt zu ihm. Ist natürlich klar, wenn du das Näschen hast, das kannst du nicht lernen. Der Michi macht zwar super Flanken, wie auch der Lopez jetzt gegen Ibe, super Flanken, aber er steht dort, das ist niemand dort. Und dann musst du natürlich noch zuerst machen. Oder? Und beides mal jetzt gegen Ibe macht er mit einem Abpraller am Boden und dort spielt er ihn direkt rein. Also von dem, eben, wie gesagt, er hat natürlich das volle Vertrauen im Moment. Dass so jetzt nicht ein grosser Spieler so Kopfball-Goal schießt, passiert eher nicht so oft, oder? Bei mir ist es so gesehen, also er hat von Anfang an zu Basel immer wieder gute Leistungen gezeigt und oft einfach Pech am Abschluss. Und irgendwann ist der Knoten platzt und seither klingt ihm fast alles. Also ich glaube auch, wahrscheinlich da, der Heiko hat ihm noch ein bisschen mehr Vertrauen gegeben, hat ihn spielen lassen, was vielleicht nicht so gelaufen ist. Und dann mit dem Zegiri zusammen haben beide dann wirklich ein gutes Sturmduo gebildet. Oder? Und jetzt hat er sich natürlich das Vertrauen. Und jetzt sagt er, wenn ich den Ball bekomme, dann schieße ich da rein. Und dann geht der Ball einfach rein. Das ist natürlich schön. Aber er hat es schon vorher gezeigt. Er hat bei Los Anoushi die Challenge League gezeigt. Dann ist es los in der Super League. Und jetzt hat er da auch ein bisschen Mühe am Anfang. Aber jetzt ist er auch. Jetzt ist er angekommen. Jetzt macht er die Goal. Und das heisst, er weiß schon, er hat schon etwas auf dem Kasten. Und es ist natürlich zu hoffen, dass am Donnerstag der Anduni wieder trifft. Das gibt eben einen schwierigen Match. Nizza hat Heimvorteile. Es ist, fährt eigentlich bei 0 an, ja, unentschieden. Was spricht für den FCB in diesem Match? Ja, es spricht für den FCB, dass sie Selbstvertrauen jetzt haben nach diesen zwei Spielen, die sie gemacht haben. Auch gegen Nizza haben sie gemerkt, sie können die dominieren, sie könnten die schlagen. Das gibt ihnen schon ein gewisses Vertrauen. Wichtig ist, dass man am Anfang nicht wieder so in dumme Goal reinläuft, dass man mal eine Viertelstunde dagegen heben kann, ohne dass etwas passiert. Und dann selber vor die Richtung auf den Gas geben. Und Anduni ist in Topform, der ist jederzeit für ein Goal gut. Und ich denke, wenn sie ein Goal schießen, dann wird auch Nizza wieder ein bisschen Mühe haben, um das einfach locker heimspielen. Wie schaust du diesem Match entgegen? Klar, es braucht einen Exploit, das ist klar. Also ich glaube, sie haben nichts zu verlieren. Oder? Du kannst nur gewinnen.
Wichtig ist eben, dass du konzentriert in das Spiel gehst und eben weißt, wie taktisch und so, wie der Trainer jetzt die Mannschaft aufstellt. Oder? Sie haben jetzt gegen ihn gespielt, sie wissen ein bisschen, sie sind sicher eine Mannschaft, die sicher technisch und auch Spiel will eigentlich dominieren. Es wird sicher nicht einfach dort, aber ich glaube, wenn du eben mit der richtigen Einstellung keine Angst hast, Respekt hast, aber einfach nichts zu verlieren hast, es ist ein super Spiel. Wenn du weißt, dass du vielleicht, wenn wir ein bisschen Glück haben und auf einmal das Spiel gewinnen, sind wir im Halbfinale in der Conference League. Also von dem her wirklich nur Freude und Spass, in das Spiel hineinzugehen und auch natürlich die ganze Ambiance dort zu genießen. Und dann hoffen wir auf eine weitere magische Nacht vom FCB. Euch zwei, danke vielmals, dass ihr da gewesen. Die Zeit ist leider schon rum. Für den FCB geht es eben am Donnerstag auswärts in Nizza in der Conference League weiter. Und dann, wie auch schon angesprochen, am Sonntag gegen Luzern in der Liga. Und über die beiden Matches reden wir dann am nächsten Montag hier im FCB Total. Bis dahin, machen Sie es gut und ade miteinander.